Ja, hallo meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zurück und ich würde sagen, weiter geht's. Wir sind immer noch dabei, diese Köpfe von Madame Tussauds zu besorgen. Da ist einer. Ah, tot. Das war klar. Warum? Da stand doch unten ein Heuhaufen. Warum ist der da nicht reingesprungen? Das verstehe ich immer nicht. Das verstehe ich einfach immer nicht. Gut, probieren wir es nochmal. Irgendwas muss ich von dir stehen. Halt die Klappe. Missionsgegenstand erhalten. Schlüssel, okay. Den werde ich wohl wahrscheinlich gleich brauchen, um irgendwo reinzukommen. Verdammte Scheiße. Die Glocken. Wie süß sie klingen. Missionsgegenstand. Ach komm, ich erlöse dich mal. Du scheinst ja Schmerzen zu haben. Gut, aber wo sind denn diese dämlichen... Köppe. Na komm. Warum? Warum springt der nicht höher? Warum, der macht gar nichts. Mann. Das nervt. Na komm. Also manchmal. Also das ist immer das, was mich so ein bisschen aufregt. Okay. Klettern wir immer so runter. Na. Ach, die backen immer noch alles rum, ey, das ist so Wahnsinn. Ich war hier doch eben schon mal. Warum sind jetzt hier. Na gut, ich bin zwischendurch gestorben, aber. Aua, nicht von hinten, du Sau. Was übrigens auch... Wo bist du denn? Da. Was übrigens auch aufgefallen ist, oder was anders ist, wenn du eine Nebelbombe wirfst, waren die anderen in dem im Black Flag immer so betäubt, dass du die mit einem Schlag töten konntest. Das ist jetzt nicht mehr so. Jetzt musstest du immer noch voll. Die wehren sich zwar nicht mehr, aber. Ach, das war sogar ein Kopf gerade. Ich löse dich mal. Die wehren sich zwar nicht. Also die wehren sich zwar nicht, aber du hast trotzdem musst ganz schön 3-4 Mal zuschlagen, bis sie tot sind. Also bringt die Rauchbombe eigentlich nur noch, um zu flüchten. Um wirklich zu töten bei 4-5 Gegnern. Da hast du keinen Mehrwert von. Hey.
sind die Köpfe? Da sind die Köpfe. Na, lauf doch mal, Junge. Okay. Der hat den Kopf echt in so einer Kiste in seinem Zimmer stehen. Okay. Und da wird wahrscheinlich nichts drin sein. Ah, doch. Aufgabe abgeschlossen. Aber plündern, nicht interagieren. Gut. Dann ab zum Madame Tussaud, würde ich mal behaupten. Ist hier irgendein Fenster auf, wo ich raus kann? Nee, leider nicht. Aber dann müssen wir wieder mal hoch. War doch irgendwo ein Fenster auf. Hä? Noch hier schnell reingekommen. Hä? Da ist es. Bisschen schlecht zu erkennen. Schon die Detailgetreuigkeit, das ist schon immens. Also es ist wirklich klar, die Steuerung ist das ist alles nicht so schön gemacht. Die Grafik ist teilweise immer noch so ein bisschen bescheuert. Die Bugs haben ein bisschen nachgelassen, nachdem ich den Patch draufgejagt habe. Aber insgesamt macht das echt einen sehr guten... Oh, da war ich leider zu spät. Na, Alter. Was geht denn mit dem ab? Da war ich leider zu spät dran. Die haben leider den... Ach doch, nee. Habe ich mal so ein Ereignis doch beendet. Ja, ich löse dich mal. Damit du mal keine Schmerzen mehr hast. Ah, jemand. Ah, ne, das ist wieder. Ich dachte, das wäre jetzt ein Zeichen, was ich gefunden habe. Was geht denn hier ab? Muss man hier mal ein bisschen für Ordnung sorgen. Oh ne, sie ist ja da unten. Sie war ja da unten. So, jetzt hat sie ihre Köppe wieder. Ihr habt sie. Nun kann ich die Totenmasken machen. Oh, in was für einer Welt wir leben. Ja, mit Madame Tussaud gesprochen. Was haben wir bekommen? 750, Erinnerung abgeschlossen. Super. Dann war hier noch um die Ecke noch diese Mysterie-Mördfälle. Das schauen wir uns auch mal an.
Hat man nämlich auch noch nicht. Und dann machen wir nämlich in der nächsten Folge Hauptmission wieder. Versprochen. Wenn mich nicht irgendwie da was ablenkt. Da ist es. Hab dich! So, das reicht schon. 8 von 20. Was ist denn das? Was ist da oben? Da unten? Lösen wir mal einen Mord auf. Mit dir! Zum dritten Mal diesen Monat. Ich brauche Essen. Ihr müsst mich füttern. Passt doch. Schnauze! Was wollt ihr? Viele Delikte zurzeit. Braucht ihr Hilfe? Ich habe alles unter Kontrolle. Ich danke euch vielmals. Ha! Was ist mit all den Morden, die ihr nie aufklärt? Ich sagte Schnauze, Vedok. Überlegt doch. Er hat die Arbeit, ihr die Lorbeeren. Ich sag euch was. Klärt einen Mord auf, dann werde ich euch eine Waffe schenken. Bis dahin habe ich jedenfalls Besseres zu tun. Ja, das ist doch mal ein Angebot. Das nehmen wir doch gerne an. Die Uniform ist aber echt schick. Hey! Ich kenne die Straßen. Ich kann euch helfen. Warum solltest du? Weil dieses stinkende, faule Schwein von einem Polizeiminister keinen stinkenden, faulen Finger rührt, um selbst einem Gauner wie mir die Hoffnung zu geben, dass diese Stadt irgendwann nicht mehr so ein Drecksloch ist wie jetzt. Und weil mir sterbenslangweilig ist. Oh, um Gottes Willen, schweig doch, Vedok. Gut. Ja, jetzt könnte man das mal, ja. Wenn ihr Verbrechen aufklären wollt, könnt ihr nicht der einfach hergehen und den ersten, den ihr trefft, im Zuchthafen. Nein, natürlich könnt ihr das, aber dann erwischt ihr fast immer die falsche. Selbst wenn ihr ernsthaft betreiben wollt, braucht ihr ein umfassendes System herausfinden, wer es war. Wir werden in einer Fallakte festgehalten. Seht dort nach und einen Überblick über was ihr schafft. Untersucht alle Hinweise und sprecht mit allen Zeugen. Benutzt eure Augen und Ohren. Wenn euch nicht eine neue Ordnung seid, nicht vor. Ja. Kannst du mal zugehen? Also, seht euch, benutzt einen, wenn ihr wisst. Mönche waren mir immer schon unheimlich. Abgeschottet in riesigen Gebäuden. Die Leiche. Ach Gott. Die Leiche untersuchen. Seht euch doch das Kloster hier auf der Insel mal genau. Gut, dann schauen wir uns mal die Leiche an. Ah Gott, ey. Ist näher, da muss man nicht so viel rennen. Aber wieder ein ewig langer Ladebildschirm, oh, das nervt mich so. Dumm, 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 2 Stunden später. Gut. Und da müssen wir hin. 100 Meter. Na gut, ich schätze mal, so viel Zeit haben wir jetzt nicht gewonnen gehabt. Schon 2 Stunden Ladebildschirm gegenüber 2 Stunden Laufen. Genau der Mann, den ich treffen wollte. Wo ist denn das Bode? Hey, Rotunda der Ferne. En l'état de la connaissance. Cela risque d'être
Das ist meine Partie. Schade. Also mit dem Boden haben wir noch nicht so ganz offen. Habe ich immer noch nicht so offen. Offen? Das fällt mir das Wort nicht ein, was ich dazu sagen wollte. Im Griff. Sagen wir so. Gut, dann untersuchen wir mal der Tote oder den Toten. Wo ist denn der? Na, klettert doch einfach mal höher. Genau. Ist irgendwo da drin. Ah, oh, jetzt nicht. Jetzt nicht. Was ist denn der Tote? So, der ist eine Etage höher. Ein toter Mensch, Bruder Jan, stranguliert mit einem Rosenkranz. Er scheint von dem Stuhl gefallen zu sein, als er gerade am... Okay, schließen. Herr im Himmel, Bruder Stanislas, der Narr und sogar der geschätzte Bruder Benoit und dann Bruder Jean, alle tot. Das begreife ich alles nicht. Drei Mönche sind noch am Leben. Leiche von Bruder Bernhard. Aber ich wage es kaum. Ist es möglich, dass der Mörder einer von ihnen ist? Ach, Unsinn. Wer unter ihnen sollte zu so etwas machen? Ja, man, ich geh doch mal mit diesen Dingern da unten weg, ey. Oh. Mann, diese Datenbankanzeigen, die nerven völlig. Was war da denn? So, der Mensch hat dann zerknüllt, wenn das auch mal aus einem Tagebuch. Da steht schuldig, ich habe sie vergiftet. Er hat gesagt. Okay. Okay, ist hier noch irgendwas? Nee. Nee. Dann sprechen wir noch mit dem. Draußen war auch noch irgendeiner, mit dem man sprechen kann. Es ist so viel geschehen. Erst der Tod der älteren Mönche. Bruder Jean servierte ihnen Wein, dann wurden sie sehr müde. Sie gingen zu Bett und wir konnten sie nicht mehr wecken. Ich lief zum Doktor. Und als ich zurückkam, was fand ich vor? Sie waren alle tot. Und nun Bruder Jean. Er drosselt an seinem Pult. Ach, den können wir jetzt beschuldigen. Es ist so viel geschehen. Erst der Tod der älteren Mönche. Bruder Jean servierte ihnen Wein, dann wurde ich ein Mörder? Ganz im Gegenteil, ich lief zum Doktor. Falsche Person wurde beschuldigt, okay. War doch irgendwo da draußen, war noch einer, genau. Ich sah einen Mönch dort drüben, der ein Feuer machte. Ein Feuer, hier im Weingarten.
Nun, ich rief, er soll verschwinden, dann lief er davon. Ich sah einen Mönch dort drüben, der ein Feuer machte. Ein Feuer, hier im Weingarten. Nun, ich rief, er soll verschwinden, dann lief er davon. Da will wohl jemand was verbrennen. Vergiftete den Wein im Fass, doch er schenkte ihn aus. Wusste er, dass ich gestern, dass ich gestehen will, dass er, würde er nicht zögern, mich eigentlich zu einem Flugzeittag an dem, ja, in der Hunde zurück, er hat mich ebenfalls im Wein, doch ich, okay. Oh, es ist ja doch ein bisschen kniffliger. Bruder Honoré macht mir Sorgen. Er und Bruder Jean standen sich sehr nah. Ich fürchte, der Mord an Jean nagt sehr an seinem Verstand. Hm. Dann beschuldige mal ich dich. Bruder Honoré macht mir Sorgen. Er und Bruder Jean standen sich sehr nah. Mord ist eine Todsünde. Wir sind alle Sünder, aber zu einem Mord wäre ich nicht fähig. Der Wille Gottes ist nicht begreifbar für uns Sterbliche. Wir suchen und beten und tun unser Bestes. Wir erkennen kleine Hinweise, etwa in den Schriften der Propheten. Ich glaube, Nostradamus ist ein solcher. Der Wille Gottes ist nicht begreifbar für uns Sterbliche. Wir suchen und beten und tun unser Bestes. Den Verschwörern verhieß man den Tod im Schlaf. Jean war Opfer eines Brudermords. Ist es Mord, des Schicksals Bote zu sein? Du warst es doch, oder? Jawohl. Sag ich doch. Wusste ich doch. Haha. Oh Gott, wieder 2 Stunden Ladezeit. Ey, das nervt mich auf so tiefen Ebenen, ey. Alles bewahrheitet sich, ich sag's euch. Selbst dies. Gut, jetzt will ich auch meine Waffe haben. Er ist auch nicht ganz bei Trost. Verhaftet den Ehren, in 9 von 10 Fällen war er es. Bedient euch. Kommt er nicht weiter? Ein Holzhammer, super. Lange Arm des Gesetzes. Erinnerung der vorausgesagte Mord. Okay, jetzt wissen wir ja ungefähr, wie es funktioniert. Ich habe einen Holzhammer bekommen, na toll. Gut. Verfolgt eure Spuren weiter, ihr schafft das. Quelqu'un peut-il me dire ce qui se passe? Leidet ihn auf, das Tanzen soll ihm vergehen. Erwischt. Gut, aber okay, 20 Minuten sind wieder um. Wir machen mal kurz wieder Pause. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Wenn nicht, schreibt es in die Kommentare. Und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Wenn es heißt, Let's Play Assassin's Creed Unity mit mir und Sascha. Dankeschön, bis morgen, ciao.